Du als ehemaliger Nationalspieler müssen wir natürlich auch ein bisschen auf gestern eingehen. Das Spiel gegen Ungarn müssen wir mal schauen. Was ist dein Fazit zum gestrigen 2-2 gegen Ungarn? Sehr glücklich. Ja. Aufstellung. Ich hätte niemals Sané reingebracht. Nee. Von Anfang an hätte ich niemals gemacht. Wenn man sich vorstellt, der hat gegen Portugal, glaube ich, 3 Minuten gespielt. Ja. Und der Leon Goretzka kommt eher rein. Also ich dachte vorher, dass der Leon irgendwie Probleme hat. Aber ich hätte von vornherein Leon reingebracht, von der ersten Minute. Und dann hätte ich gesagt, guck mal, wie lange du laufen kannst, und dann nehme ich dich runter. Das war für mich mit das Entscheidende gestern. Und wir haben mit riesengroßem Glück sind wir weitergekommen. Ja, ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, bei mir in der Kreisliga ist eh so, wir sind ja eh nur zu 8. Ne? Wir spielen ja immer 4-4, ne? Mehr habe ich ja nicht so. Jetzt spielt der Yogi modernes 3-4-3. Aber ich finde, der Yogi ist irgendwie auch nicht so richtig modern. Jetzt kommt, also finde ich, ist nicht böse gemeint. Er hat natürlich viel erreicht und so weiter, aber wenn man sich guckt, wie der Fußball sich entwickelt, ne, auch wo ein Tuchel hingeht und so weiter und so fort, dann wird es jetzt, glaube ich, im Verlauf des Turniers immer schwerer, weil natürlich jetzt auch so eine englische Mannschaft, die können in Wembley auch gut Fußball spielen. Ja, zwei Mannschaften, die Note 3 bei mir in der Schule verdienen würden, sind weiter. Und der Glückliche wird diesmal gewinnen, vielleicht durch Elfmeterschießen wieder 0-0. 23-22 nach Elfmeterschießen, wir werden sehen. Hoffentlich geht es, wie es Elfmeterschießen. Aber die Engländer haben ja geübt, 6 Monate Elfmeterschießen, kein Witz. Die haben Scheiße, die haben Elfmeterschießen geübt bis zum Ab. Trotzdem können die nur Verlierer sein. Das ist gut. Und ich sehe das mit Sané übrigens ähnlich. Also ich habe da auch nicht verstanden. Und er hat es ja dann auch mehrfach, auch diese Flanken da am Schluss, was ich auch nicht verstanden habe, wenn ich das mal so als Spielersicht. Ne, man weiß, man spielt da um Gruppensieg mit, jetzt kann ich mich mit Müller und Groß kann ich mich an der Eckfahne stellen und noch 3 Minuten da irgendwie rumpitteln. Was soll das, ey? Bring doch noch mal eine schöne rein, aber da war auch kein Mut zu spüren irgendwie, dass man sagt, komm, jetzt gewinnen wir das Ding noch. Ja, das Wichtigste ist für mich von vornherein Müller. Das ist für mich Phänomen, wie der da die Mannschaft zusammenreißt. Ich sage immer wieder, man muss so einen erfahrenen Spieler haben, von Anfang an. Und ob das jetzt Hummels, Boateng hätte ich auch blind mitgenommen. Weil das sind Spiele, wo ich mich aufrichten kann. Auch als ich sage jetzt mal, Ersatz. Podolski war auch vor 4 Jahren irgendwo dabei und war, ich sag mal, der Launemann. Und so habe ich das bei den Deutschen auch gesehen, dass man einen Müller nie rauslassen durfte. Deswegen kam ja auch die Rolle rückwärts. Musste Yogi ja machen, zu sagen, komm, ich muss nur mal über meinen Schatten springen, weil er ja gemerkt hat, nur mit den Jungen geht es auch nicht. Das hat sich schon vorher gezeichnet. Also die Chancen, die sie vorher ausgelassen haben, Sané, Werner, also ich, die ganzen Länderspieler, ich sage, da fehlt doch dieser Müller, dass der dem mal, ich sag mal, ein bisschen Arsch tritt teilweise und sagt, Jungs, so geht das nicht. Der hätte, glaube ich, von den 10 Chancen auf jeden Fall 5 gemacht. Und hätten wir noch Lewandowski, dann wären wir Europameister schon jetzt. So, wollte ich gerade sagen. Da wären wir schon weiter. Schade, ne, dass Polen leider nicht weitergekommen ist. Aber ich finde auch so, der Müller macht das auch super. Dann gibt es den Gosens, der geht aber auch hin und sagt, pass auf, besser gute 60 als schlechte 90. Einfach mal, und so ergänzt sich das natürlich mit diesen Spielern, die natürlich auch die Erfahrung mitbringen. Du kannst auch keinen Havertz da reinschmeißen, nicht böse gemeint. Machst du in der Champions League das entscheidende Tor, ist alles gut. Hast aber gar nicht die Erfahrung bei so einem Turnier, wo, glaube ich, der Druck enorm auch ist. Man darf auch nicht bei Havertz vergessen, dass er wirklich sehr jung ist, Champions League gewonnen hat und jetzt kommt Europameisterschaft. Also ich glaube, das verkraftet er noch nicht so richtig. Das sieht man bei Werner. Also da muss vielleicht sogar gegen England frische Leute nach vorne bringen. Havertz würde ich draußen lassen, den würde ich vielleicht wieder letzten 20 Minuten. Für mich muss Goretzka, Müller vorne stehen und dann über die Außen wieder Flanken, Kimmich, Gosen und Gündogan und Toni Gosen müssen das Spiel machen. Ne? Ja, dann hast du immer noch einen Timo Werner da sitzen, da kannst du auch mal, aber der ist auch nicht von Anfang an und am Ende hatten wir, glaube ich, nur noch Stürmer auf, Kara Volland noch und alle Reihen noch, ne, wo du gesagt hast, das war dann auch, also sehr konfuses Spiel, fand ich gestern. Sehr glücklich zum Schluss, weil ich habe die Szene mir nochmal im Zeitlupe angeguckt, wäre der Ungar bei Goretzka geblieben, wäre da ein bisschen eher gewesen, hätte Goretzka nie das Tor gemacht und das wäre wieder tödlich, aber gut, wäre, wir haben das Ding gemacht und zum Schluss sind wir glücklich weiter. Turniermannschaft, wie das immer so ist, wir kommen dann weiter. Jetzt kommt Achtelfinale, wir sind schwer gespannt. Zweimal Note 3, wie du schon richtig gesagt hast.